In The Curious Expedition unternimmt der Spieler Expeditionen in unerforschte Territorien der Welt des 19. Jahrhunderts. Als Inspiration dienen historische Expeditionen wie die Südamerika-Reise Humboldts, aber auch Erzählungen von Jules Verne. So trifft der Spieler auf seinen Reisen auch auf fantastische Elemente wie Dinosaurier und fremdartige Wesen. Das Genre bezeichnen wir als Expeditionssimulation. Verglichen mit anderen Genres ist es eine Mischung aus Strategie, Rollenspiel, Puzzle, Text, Adventure und Roguelike. Letzteres ist maßgeblich für einen der elementarsten Aspekte des Spiels, die prozedurale Generierung. Mit jedem Spiel werden die zu erkundende Spielwelt und ihre Ereignisse neu generiert. Dadurch erlebt der Spieler jedes Mal eine einzigartige, persönliche und durch ihn mitbestimmte Geschichte. Zu Beginn seiner Reise wählt der Spieler einen Expeditionsleiter aus einer Vielzahl von berühmten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Beim Erkunden der Spielwelt entdeckt der Spieler unterschiedliche Orte und Regionen. Die bewusst reduzierte Pixelgrafik des Spiels orientiert sich an der Linie Claire. In Kombination mit der textuellen Beschreibung der Ereignisse erlaubt das Spiel so, der Fantasie des Spielers die Lücken zu schließen und eine sehr persönliche Geschichte zu erleben. Ziel jeder Expedition ist es, eine goldene Pyramide zu finden, deren Position dem Spieler allerdings zu Beginn seiner Reise unbekannt ist. Erreicht er die Pyramide, reist er, samt den gefundenen Schätzen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, zurück in die westliche Welt. Von dort kann er seine nächste Expedition planen und sich erneut ins Unbekannte aufmachen. Die Reise durch unwegsames Gelände zehrt an der geistigen Gesundheit der Expeditionsmitglieder. Deshalb muss der Spieler regelmäßig Orte zum Rasten aufsuchen. Hier betritt er ein indigenes Dorf, in dem er Handel treiben, Stammesleute rekrutieren und auch als Gast übernachten kann. Generell sind die einheimischen Völker dem Spieler neutral und offen zugewandt. Allerdings verschlechtert sich das Ansehen des Spielers mit vielen seiner Entscheidungen. So führt das Entweihen und Plündern von Tempelanlagen oder heiligen Stätten dazu, dass Einheimische immer weniger gewillt sind, dem Spieler zu helfen. Wie sich der Spieler gegenüber den Einheimischen verhält, bleibt ihm frei überlassen. Der Kampf wird in The Curious Expedition über ein Würfelspiel dargestellt. Jede Figur der Expeditionstruppe bringt ihre eigenen Würfel und Fähigkeiten mit ins Spiel. Dies war ein grober Überblick über die elementaren Bestandteile von Curious Expedition. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.